Was haben diese Situationen gemeinsam? Auch wenn man es nicht sieht, hier ist überall Strahlung. Strahlung oder Radioaktivität wird oft im ersten Moment mit großem Unbehagen verbunden. Sie ist aber etwas Natürliches und es gibt sie überall. Beispielsweise gibt es kosmische Strahlung, der wir besonders hoch oben in den Bergen oder im Flugzeug ausgesetzt sind. Aus Gesteinen im Untergrund wird von Natur aus radioaktives Radon freigesetzt, das wir einatmen. Zusätzlich nehmen wir auch über die Nahrungskette radioaktive Stoffe auf. Würde man jeden Tag eine Banane essen, ergäbe sich eine Strahlenbelastung von 0,03 Millisievert im Jahr. Insgesamt sind wir in der Schweiz jährlich einer durchschnittlichen Belastung von 5,7 Millisievert ausgesetzt. Diese setzt sich zu 74% aus natürlicher Strahlung, zu 24% aus medizinischen und zu 2% aus industriellen Anwendungen zusammen. Strahlung umgibt uns also tagtäglich. Aber wie entsteht eigentlich Radioaktivität? Von den ca. 3.300 bekannten Atomarten sind etwa 250 stabil. Der Rest zerfällt. Atomarten, die zerfallen, nennt man radioaktiv. Beim Zerfall wird ionisierende Strahlung freigesetzt. Dabei können drei verschiedene Strahlungsarten auftreten: Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung. Während die Alpha-Strahlung weder ein Stück Papier noch die obersten Hautschichten unseres Körpers durchdringt, schafft es die Beta-Strahlung bis wenige Millimeter tief in unsere Haut. Die Gamma-Strahlung hingegen durchdringt unseren Körper ganz. Eine zu hohe Strahlenbelastung kann zu Krebserkrankungen oder einer Schädigung des Erbguts führen. Vor Strahlung können wir uns mit einfachen Mitteln schützen. Eine Aufnahme von gasförmigem Radon kann man mit regelmäßigem Lüften der Räume vorbeugen. Gegen äußere Strahlungsquellen schützt uns ein vergrößerter Abstand zur Strahlenquelle, beschränkte Aufenthaltszeiten und die richtige Abschirmung. Wie zum Beispiel beim Röntgen. Hier schützt man sich mit einer Bleiweste. Oder wie in tiefen Lagern, in denen bereits 1 bis 2 Meter Gestein selbst die Strahlung hochaktiver Abfälle abschirmt. Also, wir sind zwar täglich von Strahlung umgeben, entscheidend dabei sind aber die Dosis und ein wirkungsvoller Schutz vor äußerer Strahlung.